albern, Freunde, als vor 38 Jahren der hier neben mir stehende Mann, mein Freund Finn, das erste Mal auf der Messe in Nürnberg war, hättest du das eigentlich mal träumen lassen, dass du das so lange durchhältst und vor allen Dingen, dass du so gefragt sein wirst nach 38 Jahren? Übertrifft meine wildeste Fantasie eigentlich. Wenn ich sehe, welche Programme wir jetzt haben und was wir gemacht haben, frage ich mich manchmal, ist das wirklich wahr? Und wir haben von einigen Modellen geträumt da oben, aber so, wie es hingekommen, eigentlich auch für uns unglaublich. Ich kann mir schon vorstellen, dass vor 38 Jahren so manch deutscher Hersteller gekommen ist und gelächelt hat, ach, was wollen denn die Norweger hier, was wollen die uns denn zeigen? Aber du hast recht, wenn man heute und auch die vergangenen Jahre, solange wir uns eigentlich schon kennen und interviewen, haben wir festgestellt, es wird immer toller und immer verrückter. Und das scheint daran zu liegen, dass wir wahrscheinlich doch viele Freunde in Deutschland haben. Wir haben eine gute Kundschaft in Deutschland. Durch unsere Auftreten auf den Messen in Deutschland haben wir da viele, viele Kunden langsam aufgebaut, so eine Kundenbasis. So jetzt 30% von unserer Produktion nach Deutschland geht. Ohne diesen Export wäre alle diese Modelle nicht möglich. Wir sind dankbar. Ja, dann lass uns doch mal in die Neuheiten 2017 einsteigen. Ich fange mal mit dem Schwerpunktthema an, NoHub. Das ist ja eigentlich, glaube ich, auch das Kernthema bei dir, ja, bei den Neuheiten. Sag uns doch einfach mal, was an tollen Neuheiten du in den NoHub-Logs mitgebracht hast. Wir machen eine Reihe neue NoHub-Varianten. Wir machen eine deutsche, Strabag, zum ersten Mal. Wir machen dänische, wir machen ungarische, wir machen schwedische, wir machen neue norwegische. Also eine ganze Reihe von NoHub. Wir haben 8 verschiedene Formbauen, Lookkasten. Und die werden wir voll ausnutzen. Ganz klar. Eine ganz besonders schöne Lok gefällt mir natürlich die mit dem Schneeschieber dran. Das finde ich mal so schön exotisch. Das ist wahr. Das ist ein starkes Erlebnis. Hat man das gesehen, vergisst man das nie. Schläge 40 Meter weg, wenn die Züge kommen mit diesen Schneeräumen. So ein Riesending da. Du erwähntest gerade die ungarische NoHub. Das ist ja auch so ein bisschen, will ich sagen, ein Unikum. Aber eine Lok, die auch im Osten ja bekannt war, auch schon zu DDR-Zeiten, die NoHubs ja in Ungarn gefahren. Und ihr habt dann dazu passenderweise sogar noch die Wagen dazu gebaut. Ja, wir haben diese Kaffwagen, das passt genauso NoHub. Und NoHub hat große Resonanz gekriegt. Das erste Modell war in 6 Tagen ausverkauft, weil das ist die erste richtige ungarische NoHub mit den Tritten auf die Nase, mit den Handgriffen auf die Dachecken und GM-Kontakt vorne. Die richtige Drehgestellblenden und so. Die waren froh. So, dann kommen wir mal weiter zu weiteren Lokomotiven oder besser gesagt zu einem Triebzug der Y1, der Inlandsbahn. Ja. War das ein Wunsch der Modellbahner? Lange. Ich habe 3-mal Verträge geschrieben wegen diesem Modell. Erstmal mit Lima, dann ist Lima pleite gegangen, danach mit Rivarosse. 3-mal im Katalog und jetzt endlich mal machen wir es selber. Sie steht aber in der Vitrine noch als braune, mit so einer braunen Lackierung. Wird es die auch mal in der Lackierung geben, wie man sie auf der Inlandsbahn antreffen kann? Wir haben die zum Beispiel im vergangenen Jahr in Jokkmokk gesehen. Da war sie, der Wagenkasten rot und das Oberteilfenster beige. Wir machen Inlandsbahnen. Nicht wegen Inmerschnerei, nicht wegen die schwedischen Leute, weil die kennen es weniger. Aber die Deutschen und die Touristen kennen es gut. Und typischerweise haben wir die Bestellungen von Deutschland gekriegt, von den Inlandsbahnen, wenn wir es jetzt präsentiert haben. Das ist lustig. Also es liegt doch daran, dass sehr viele Schwedenliebhaber unterwegs sind und ganz begeistert sind von dieser Inlandsbahn. Absolut. Wir übrigens auch. Dann gibt es eine weitere Neuheit im Handelwagenbereich. Mhm. Ich sage jetzt mal ganz salopp, die Russen kommen. Ja, da war einmal pro Woche kamen russische Wagen nach Stockholm und Oslo. Mhm. Die kamen gemeinsam, sonst alle Sassnitz, Trelleborg, waren dann in Südschweden getrennt. Eine Wagen ging nach Stockholm, andere Wagen ging nach Oslo. Ja. Und nächsten Tag kommen die wieder, zusammengestellt in Hässleholm, dann nach Trelleborg und wieder zurück. Und die haben die richtigen Zugleichsschilder für diese Wagen und die richtige Nummer, die in Norwegen, also in Oslo war und in Stockholm war. Wir haben die da fotografiert, viele Jahre her. Wollte ich einfach machen. Hammer.
ich sag mal so, also sind die Wagen jetzt vom Visuellen her den Norwegern und Schweden nicht ganz unbekannt, dass die russischen Wagen auch da gefahren sind. Finde ich mal einen interessanten Aspekt, wusste ich noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Eine weitere Neuheit, sind wir wieder auf touristischen Wege, ist die Flamsbahn. Ja. Wir machen die neue Flammbahnwagen. Also die Wagen sind nicht neu, aber die Design, Farbe, Anschriften sind anders. Mhm. Das machen wir erst in einer Dreier-Serie von uns. Mhm. Und zusammen mit Ruko machen wir eine Zugpackung mit L-Achsen von Ruko, mit drei von unseren Wagen in dieser Packung. Dann haben wir die komplette Zuggarnitur mit richtiger Nummer für einen ganzen Zug in Flamm. Wir fahren ja auf der Flamsbahn momentan modernere Lokomotiven als die, was ihr jetzt in der Vitrine stehen habt. Kommen die auch noch? Ja, die kommen von Ruko mit dieser Landschaftslackierung. Ja. Und deswegen machen wir diese gemeinsame Set dann. Ja. Und das ist eine 460, also SBB 460 in norwegische Variante mit Schneeräumen da natürlich. Also sehr schöne Sache. Und wer auf der Flamsbahn war, denke ich, wird sich so zu kaufen wollen müssen. Ja, da gibt ein großes Interesse dafür in Ausland auch. Wir verkaufen Hälfte in Ausland von diesen Flammbahnwagen oder fast der Rest geht in diese Flammbahnmuseum in Flamm. Der verkauft viele Wagen an Touristen, hat 1 Million Besucher in Flamm pro Jahr. Und die wollen ein Souvenir haben, passt wunderbar. Als wir vor 2 Jahren in Schweden waren, Fred war dabei, der Kameramann da. Und wir standen unten in Flamm, in dem Touristikzentrum. Und da sind wir so durchgelaufen. Und da sagt er, guck mal da. Da steht Finn. Ja. Stimmt schon. Ja. Auch in Hotels, diese historische Hotel Fredheim, haben die eine Ausstellung mit unseren Modellen. Das ist eine Freude. Dann gehen wir von der Flamsbahn weg. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang drüber palavern. Ja. Aber es gibt ja auch noch eine Neuheit im Güterwagenbereich mit Ladegütern. Ja. Wir haben diese Holzladewagen, die vierachsige Wagen gemacht in zwei Varianten. Ehemaligen und norwegische Wagen waren dann aufgekauft von Togab in Kristinehamn und von 3T, diese Mietgesellschaft da oben. Und die laufen dann in Schweden und Norwegen. Und die haben wir dann natürlich unsere Formel umgebaut und mit den Neuerungen ausgestattet und machen dann 2 Serien davon. Also perfekt für die Anlage. Da gibt es noch eine weitere Neuheit in dem Reigen, den wir vorstellen wollen, ist die EL14. Wie du mir sagtest, ein sehr gefragtes Modell gewesen. Ja, der war einmal von Liebherr gemacht, in 1980. Natürlich nicht mehr zeitgemäß. Luftkasten war doch gut, aber Fahrwerk, Drehgestelle und so war nicht zeitmäßig schon bei Auslieferung. So viele haben diese Modelle gewünscht, viele Jahre, und die haben dann gewettet. Was kommt von uns dieses Jahr? Kommt endlich mal L14 und jetzt sind sie heilfroh, jetzt kommt es endlich. Zu guter Letzt wollten wir noch eine ganz kleine schnuckelige Diesellok vorstellen, eine Rangierlok, die es auch in verschiedenen Farbvarianten gibt. Ja. Hektorell gefällt mir unheimlich gut, weil man ja auch die großen Taurus damit fahren sieht. Was sind das für Loks? Das ist ein Z65 oder Z70 umgebaut. Ein Rangierlokomotiv überall in Schweden in Einsatz, auch in Norwegen bei U-Footbahnen. Und das haben wir dann für Jeko gemacht. Und das ist wunderschön geworden und ist besonders, Sie haben recht, Hektorail ist fantastisch geworden, ich muss sagen. Also ich war selber überrascht. Tja, liebe Freunde der kleinen Bahnen, das waren im Sauseschritt unsere Neuheitenvorstellungen, die wir durchnehmen konnten. Lieber Finn, ich danke dir ganz herzlich. Weitere Neuheiten können Sie natürlich auch auf der Website von NMJ finden. Da können Sie also wirklich stundenlang wuseln. Also ich bin so gar nicht so durchgekommen. Ist wirklich fantastisch, was ihr im Angebot habt. So, und die Lokomotiven können Sie und die Wagen, die wir vorgestellt haben, können Sie natürlich auch bestellen und kaufen. Am besten beim Modellbahnshop lippe.com draufklicken, NMJ anklicken, Neuheiten anschauen, kaufen. War das richtig so, Finn? Wunderbar, danke, vielen Dank. Finn, ich danke dir ganz herzlich. War immer wieder viel Spaß mit dir hier zu arbeiten und auch mal ein Gespräch zu führen. Es ist immer eine Freude mit dir. Ja, ich wünsche dir für die restlichen 2 Tage wirklich noch tolle Erfolge und Geschäfte. Und wir freuen uns dann auf nächstes Jahr wieder. Vielen Dank. Danke.